Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Mittwoch, der 11. November 2020. Für alle Karnevalsbegeisterten, Mittwoch ist ja der 11.11., der Beginn der Karnevalsaison. Wobei ich persönlich bin nie ein großer Fan davon gewesen. Das heißt, vielleicht als Kleinkind oder so mit 8 oder vielleicht noch mit 10. Und in einer Welt, in der man überall nur noch Clowns hat und quasi jede Nachricht, die man liest, Karneval ist, ist einem auch ein bisschen das Lachen vergangen. Das Audio, das ich hier aufnehme, ist so ein bisschen unter dem Stichwort, was berichtet man, wenn man eigentlich nichts zu berichten hat. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, denn es gibt ja genug Dinge, die sich ereignen. Aber mich hat auch vorhin einer gefragt, ob ich mal wieder ein neues Video mache. Aber ich habe dann auch gesagt, ja, über was soll ich berichten? Ja. Und ich persönlich, ich habe das ja auf meinem Kanal immer so gehalten, mache eigentlich nicht so gern das 500. Wiederholvideo über das immer gleiche Thema. Also, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, es gibt andere Kanäle, die auch unter dem, ja, vielleicht finanziellen Druck sind, jeden Tag ein Video zu machen. Und dann will ich nicht kritisieren, ich sage das nur, dass das meine Sache eben nicht ist. Und dann eben zum 100. Mal über, weiß ich nicht, die immer gleichen Vorkommnisse einer Corona-Demonstration berichten. Ja. Oder zum 150. Mal über die immer gleichen Phänomene um sogenannte Messeattacken berichten. Ja. Wer meinem Kanal länger folgt, weiß, das ist meine Sache nicht. Ich persönlich mache halt ein Video, wenn ich glaube, dass es der Anlass wichtig ist. Ein bisschen stecken wir ja, was die großen Themen sind, auch ein wenig fest. Ja. Das muss man sagen. Oder es ist auch ein bisschen, es hat was ein bisschen von diesem. Ich fand jetzt letztens in einer Debatte das merkwürdig. Es gibt tatsächlich Leute, die kennen den Film Täglich grüßt das Murmeltier nicht. Wobei ich sagen muss, es war auch ein jüngerer Mensch, so Mitte 20, der war wahrscheinlich auch noch nicht auf der Welt, als der Film kam. Vielleicht ist das auch so ein bisschen. Aber für mich, wer den Film von euch kennt, wird wissen, warum. Das ist, um es den Nichtkennern zu sagen, ein Film, wo ein Mann in einem Tag feststeckt und diesen Tag immer wieder aufs Neue erlebt. Und zwar über eine ziemlich lange Zeit hin. Daher, also gut, den Titel jetzt zu erklären, würde etwas weit führen, aber er kennt halt am Schluss wirklich die Details und Geheimnisse jedes Menschen dort. Und man kann sich vorstellen, dass das kein angenehmes Gefühl ist. Und viele unserer Nachrichten in den letzten, na sagen wir mal, im letzten Jahr, im Lauf des letzten Jahres, sind ja sehr stark wie im täglich grüßt das Murmeltier. Das heißt, nehmen wir mal die großen, weiß ich, wenn irgendeine Messerattacke, wir hatten ja jetzt mehrere von Islamisten verübte Verbrechen in den, also es liegt schon wieder ein paar Wochen jetzt zurück, also mehrfach, mehreres hintereinander. Und ich sagte ja da schon, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich darüber noch überhaupt noch aufzuregen. Obwohl das sicherlich, naja, wie soll ich sagen, kein schöner Zug ist, keine Entwicklung, die mir gefällt. Und so geht es mir eigentlich jetzt mit vielen Nachrichten, die ich lese oder von denen ich höre. Ich habe ja einige YouTube-Kanäle nicht sehr regelmäßig, aber doch einigermaßen verfolgt. Weiß ich nicht, zum Beispiel dem von Tim K. habe ich ganz gerne gesehen, weil es auch, weil das ja auch immer amüsant brachte und hat jetzt über einen Fall auch kommentiert. Das muss ich gerade mal sehen, war es der gleiche? Es verschwimmt auch in meinem Kopf alles schon irgendwie so. Ja, also. Ach ja, hier, genau, es war der gleiche. Also in Spandau, also sogar in meinem Bezirk, hier war zu lesen, im Tagesspiegel, an Berliner Grundschule, Grundschule, 11-jähriger Muslim droht Lehrerin mit Enthauptung. 11-jähriger Muslim droht Lehrerin mit Enthauptung. Nachricht vom 10.11., also von gestern. Ein muslimischer Schüler hat an einer Grundschule in Spandau seine Klassenlehrerin bedroht. Eine Woche zuvor hatte er schon den Mord an Samuel Paty verteidigt. Ja, das ist natürlich, gut, nun kann man sagen, Shithole Berlin, aber ich muss sagen, das ist vermutlich in vielen anderen Gegenden Deutschlands mittlerweile grundlegend nicht mehr fundamental anders. Und darüber hat Tim K. ein Video gemacht. Was war es? 11 Minuten knapp. Und ich musste sagen, ich habe nach 2 Minuten abgeschaltet. Und nicht, weil ich jetzt damit sagen will, dass die Videos von Tim Kellner schlechte Videos sind. Im Gegenteil, sie sind kurz, prägnant, lustig, aufbereitet, also pointiert, was man will. Aber ich konnte es nicht mehr hören. Ich konnte es einfach nicht mehr hören.
Weil es ist dann wirklich wie dieses Murmeltier-Tag-Erlebnis, dass man 150 Mal oder 200, 300, 400, 500 Mal erlebt hat, wo man sagt, nee, ich kann nicht mehr. Also ich will jetzt, Achtung, wer den Film sehen will und gar keine Spoiler will, muss jetzt echt wegschalten. Aber er bringt sich, versucht sich zum Beispiel umzubringen. Ja, und das, also springt dann in Abgründe, macht Auffahrunfälle. Also ich weiß nicht, was er alles macht. Ich habe den Film länger nicht mehr gesehen. Also er versucht mehrfach auf verschiedenste Weisen sich umzubringen und stellt fest, das nützt nichts. Er ist doch am nächsten Morgen wieder lebendig. Und ich bin nun nicht dabei drauf und dran, mich umzubringen. Aber mein Überdruss an dieser Spirale, in der wir feststecken, ist wirklich, hat ähnliche Dimensionen. Und das mag ich an vielen Nachrichten, weiß ich nicht, es ging schon um viele Sachen, wo es um Trump ging in den letzten 12 Monaten knapp. Oder weiß ich nicht, jetzt gibt es zum Beispiel Diskussionen darüber, das Demonstrationsrecht einzuschränken. Also, dass angesichts der Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, gibt es immer mehr Politiker, die offen eine Einschränkung des Demonstrationsrechts fordern. Auch Kanzlerin Merkel hat sich dahingehend schon geäußert und wir leben ja mittlerweile in einer Kanzlerdiktatur. Parlamente werden ja gar nicht mehr gefragt. Es gibt auch gar keine sinnvollen Debatten mehr, sondern die Kanzlerin entscheidet quasi per Ordre. Und sie bestellt ja auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer ein und bespricht dann dort, was zu geschehen hat. Das sind ja auch mal Vorgehensweisen, die wir eigentlich eher mit Diktaturen verbinden. Nicht mit Demokratien, in denen ordentliche Prozeduren ablaufen. Das ist etwas erschreckend, dass die Parlamente so ausgehebelt sind. Ich meine, da kann man sagen, gut, da haben sowieso drei zu zwei Dritteln oder drei Vierteln oder was weiß ich, die immer gleichen das sagen, die das eh alles abnicken würden. Insofern kann man sagen, vielleicht macht es Merkel einfach, spart sich den schönen Schein. Also den einen der letzten Anscheine von Demokratie und Rechtsstaat werden kassiert, weil was soll man symbolisch noch zelebrieren, was ohnehin ohne Bedeutung ist. Ich glaube bei dieser, ich habe das zwei, dreimal gehört, ich habe es selbst nicht mehr nachgeprüft, weil aus Gründen der Apathie. Es gab ja jetzt den Entschluss, das ist immerhin im Parlament beschlossen worden, nämlich, dass wir jetzt per Zwang Fingerabdrücke in den Personalausweisen bekommen, also welche eintragen müssen. Wie gesagt, ich hatte das in einem Video schon mal kurz erwähnt, wo noch vor kurzem, als einige das forderten mit Flüchtlingen, mit sogenannten Flüchtlingen, hieß es aus den ganzen Kreisen von SPD, Grüne, Linkspartei und CDU, das sei unmenschlich, die AfD wäre eine Nazi-Partei, dass sie Fingerabdrücke von Flüchtlingen nehmen will. Aber scheinbar was für die Flüchtlingsmenschen, die neuen Übermenschen wohl sind, unzumutbar ist, ist ohne jede Frage für Deutsche zumutbar. Und ich habe gehört, das soll von 20 oder 22 Leuten im Parlament in irgendwie zu nächtlicher Stunde, 23:30 Uhr, eigentlich dann durchgewunken sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, bei mir hat sich eine so unglaubliche Apathie mittlerweile breit gemacht gegenüber diesen Dingen. Das ist an sich, ist ein Elfjähriger droht einer Lehrerin mit Enthauptung, ist eigentlich ein Thema, wo man auf die Barrikaden gehen müsste. Wo man sagt, da hat doch irgendeinige Systeme, mehrere grundlegende Systeme einer Gesellschaft, müssen doch grundstürzend langfristig versagt haben, dass sowas passieren kann. Ich meine, das ist umgekehrt gar nicht vorstellbar, dass ein Elfjähriger so nazimäßig drauf ist, dass er eine, weiß ich nicht, jüdische Lehrerin mit irgendwas droht oder keine Ahnung, was man will. Wenn man sich das von der anderen Seite her nur vorstellt, dann sieht man schon, wie abstrus das und unvorstellbar das ist. Und das ist, ich will nicht sagen, die neue Normalität, das ist es noch nicht, aber ich meine, ein klein bisschen Bewegung gibt es im Moment, das muss man sagen. Also es ist ein bisschen schon ein Unbehagen auf linksgrüner Seite, man merkt das mit dem Islam, das merkt man schon, aber wie lange anhaltend das ist und wie sehr das nur Beschwichtigung ist, werden wir auch erst in ein Jahr Zeit wissen. Und das macht das Kommentieren über solche Sachen natürlich auch sehr schwierig. Denn wir haben dann immer die gleichen Rituale, die sich bei sowas abspielen.
die alle kennen, die allen auch bewusst sind mittlerweile, also denjenigen, denen sowas bewusst sein kann. Und denen es nach so vielen Ereignissen noch nicht klar ist, ja, an die hat man auch kein weiteres Wort zu verschwenden. Ja. Also, und was ich, weiß nicht, diese ganzen, jetzt habe ich heute eine Nachricht gesehen, dass Merkel schon von sich gegeben hat, dass die Maßnahmen, die jetzt der sogenannte Lockdown Light noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt habe und dass, wenn das nicht zum Erfolg führe, weitergehen muss und härtere Maßnahmen geben muss. Also, wo ich auch gesagt habe, ja, das haben wir eigentlich alle gesagt. Ne? Als das beschlossen wurde, dieses, ja, das ist jetzt nur für eine kurze Zeit und das bleibt bei beschränkten Maßnahmen, dass das nicht so sein wird, wussten wir alle. Und ich habe allerdings auch jetzt schon in den letzten Tagen die ersten Hoffnungsmeldungen. Jetzt ist der Impfstoff ja da, der kommt jetzt bald, dann wird bald wieder alles gut. Wo man sagt, kaum ist Joe Biden scheinbar als Präsident gewählt, ob er es tatsächlich ist, wird sich ja noch weisen. Und plötzlich ist dieses Corona alles, ja, bald ist es auch wieder vorbei. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber es ist eben alles so vorhersehbar. Das ist das. Ja, merkwürdige ist es eigentlich auch nicht. Es ist das Vorhersehbare, das einen dabei so apathisch macht. Man weiß genau, was passieren wird, ohne dass man deswegen Hellseher sein muss oder Genie. Weil wenn sich Dinge oft genug ereignen, dann kapiert irgendwann auch der Dümmste das Muster. Das ist. Da weiß man, was man hat, sozusagen, um sich mit der. Was ist das, Ariel? Was war das? Irgendeine alte Werbung war das. Da weiß man, das so halt, guten Abend. Irgendein Produkt war mit diesem Satz. Und da wissen wir nun auch, was wir haben. Das ist ja wirklich mittlerweile durchschaubar. Also sehr zu erwarten hat die Demokratische Partei und haben ihre Anhänger an der Wahl zumindest irgendeine Form von Manipulation durchgeführt. Und das wussten wir im Voraus und das kam so hinterher raus. Und wir haben eine Gesellschaft in den USA, die so links verseucht ist mittlerweile in den ganzen Institutionen, dass es eben kaum mehr Möglichkeiten gibt, das umzubiegen. Auch das wussten wir vorher und das hat sich nun hinterher so erwiesen. Also, das ist, ich sagte das letztens schon mal in einem Video, das ist etwas, was mich an einen Satz aus Agatha Christie, einem Agatha Christie-Roman erinnert, in dem Miss Marple sagt, das Besondere bei Verbrechen ist eben nicht, dass sie sich Verbrecher sich unerwartet verhalten, sondern dass sie sich total erwartbar, vorhersagbar verhalten. Und das gilt vor allem für Niedertracht und das Böse. Also dass die Niedertracht, das Kriminelle, das Böse, und das ist hier einfach am Werk, verhält sich einfach relativ vorhersehbar. Das macht es nicht leichter oder das macht es interessanterweise nicht leichter, dagegen vorzugehen. Das ist auch eine interessante Beobachtung, dass man sagt, an sich, wenn etwas leicht durchschaubar ist, müsste man ja auch leicht dagegen vorgehen können, aber das ist interessanterweise gar nicht der Fall. Das ist schon auch bemerkenswert. Denn wie die Linken so drauf sind und wie, weiß ich nicht, die Demokraten drauf sind oder wie CDU, SPD und Grüne drauf sind in all diesen Fragen, wozu die bereit, fähig sind und was die machen, das wissen wir ja alle. Also wir wissen, dass sie die Corona-Maßnahmen nicht nur light durchführen, nicht nur begrenzt, sondern dass sie sie ultimo lang, endlos lang verlängern. Es sei denn, sie haben die Dinge so im Griff, dass sie sagen, wir brauchen das nicht mehr. Und wohin die Reise geht, können wir in anderen europäischen Ländern sehen, in denen die Maßnahmen schon jetzt deutlich verschärft sind. Also ich habe gesehen, eine der baltischen Hauptstädte, ich weiß nicht mehr, ob von Lettland, Estland oder Litauen, ist ein so scharfer Lockdown, da sind die Straßen quasi leer gefegt. Oder ich habe jetzt gehört, was war es in Österreich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jemand erzählte mir, ich glaube, in Österreich sei jetzt Einkaufen ab 19 Uhr nicht mehr möglich. Was eigentlich völliger Schwachsinn ist, denn erstens mal ist das Virus auch vor 19 Uhr ansteckend und nicht erst nach 19 Uhr. Es ist zu jeder Uhrzeit gleichermaßen ansteckend. Zum Zweiten sorgt das Dichtmachen der Geschäfte um 19 Uhr eigentlich nur dafür, dass es sich staut. Das heißt, dass mehr Leute zusammenkommen auf dichterem Raum.
Das heißt, es ist eigentlich kontraproduktiv, wenn man es logisch betrachtet. Und man kann das an vielen anderen Sachen sehen. Es geht mir jetzt nicht darum, einzuschätzen, wie gefährlich ist Corona oder nicht gefährlich, wo ich nicht beurteilen kann, sondern dass viele Maßnahmen einfach konträr zu jeder Logik sind. Egal, auch wenn man das Virus für real und gefährlich hält, gibt es einfach viele Maßnahmen, die jeder trotzdem, selbst unter dieser Prämisse, jeder Logik entbehren. Wie zum Beispiel, wie gesagt, Geschäfte ab 19 Uhr zu machen. Das ist einfach nach jeder Logik das Gegenteil. Selbst wenn man das alles glaubt, das ist real, das ist verbreitet, das ist sehr gefährlich, selbst dann ist das Quatsch. Dann ergibt das keinen Sinn. Oder es ergibt keinen Sinn, warum Friseure aufhaben dürfen, Massagestudios aber nicht. Das ist einfach sinnlos. Denn das eine ist dann so gefährlich wie das andere oder so ungefährlich, je nachdem, wie man will. Das ist völlige Willkür und völliger Blödsinn. Oder wie einer, den mir vor Wochen im Bus neben mir saß, so recht bemerkte: Das hat keinen Sinn, wenn die Leute alle so komische dünne Papiermasken im Bus aufhaben und dann im Bus so dicht beieinander stehen, wie die Sardinen gedrückt. Dann, wenn es dann eine Übertragung gibt, gibt es die dann auch so. Dann macht so ein kleines, dünnes Papiermäskchen auch keinen Unterschied mehr. Und es gibt ja einen Bereich, es gibt ja zwei Bereiche in der menschlichen Erkenntnis, den der Logik und den der Meinung, um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Also Logik ist das, wo faktisch so ist oder faktisch widerlegbar ist, dass es nicht so ist. Und dann gibt es den Bereich der Meinung, der nicht feststellbar ist. Also, nun gibt es natürlich auch, sagen wir mal, Graubereiche. Insofern, dass man sagen, es gibt manche Dinge, wo man nicht mit letzter Sicherheit wissen kann, aber eine Annäherung an die Faktizität bringt. Also, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel einen chemischen Versuch mache und feststellen will, welche Chemikalie ist da in dem Glas. So. Dann kann ich Tests durchführen und weiß am Ende dieses Tests mit 100% der Sicherheit, weiß ich nicht, da ist Quecksilber oder weiß ich nicht. Irgendeine andere Flüssigkeit ist da gerade drin. So. Egal, Wasser oder Birnenschnaps oder was immer. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist im Bereich der Logik. Es ist klar festlegbar. Man kann es messen, zählen, wiegen. Weiß ich nicht, durch Atomspektrometer analysieren, was es alles für Messmethoden gibt. Und dann weiß man genau, was es ist. So, das ist im Bereich der Logik oder weiß ich nicht, wie Gravitation. Wir wissen, es gibt diesen Satz, ich glaube aus einem der Star Trek, ich glaube einer der Romane oder einer der Filme, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist ein Star Trek-Satz von Mr. Spock, der so sinngemäß sagte, auf einem Planet mit positiver Gravitation muss ich nicht dabei sein, um zu wissen, dass der Apfel nach unten fällt. Weil Gravitation immer gleich funktioniert. So, das ist ein Gesetz, das ist Logik. Ich muss da nicht jedes Mal hinsehen, um zu wissen, dass es so ist. Weil wo es Gravitation gibt, fällt alles nach unten, in Anführungsstrichen, also in Richtung des Gravitationszentrums hin. Das ist, weil manche Dinge gesetzmäßig immer so sind. Und dann gibt es natürlich Graubereiche. Also das ist in vielen Bereichen des Psychologischen, des Sozialen so. Das ist, wenn wir zum Beispiel Soziologie nehmen, versus im Vergleich zur Psychologie. Also das Verhalten des Einzelnen zum Vergleich zum Verhalten der Masse. Einzelne Menschen sind chaotisch und unvorhersehbar und mitunter schwer berechenbar, weil sie sich überraschend verhalten können. Wobei auch das eigentlich in relativ überschaubaren Grenzen ist. Aber in der Masse kann man das Verhalten der Menschen relativ, in vielen Bereichen relativ klar vorhersagen, weil sich in der Masse die Individualität nivelliert. Das ist so. Nun kann man sagen, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Eine Masse von Japanern wird sich anders verhalten wie eine Masse von Italienern. Das ist klar. Aber per se kann man Massen vorhersagen. Und das ist eben der Graubereich, wo man sagt, es gibt große Wahrscheinlichkeiten, die nicht hundertprozentig gesetzmäßig sind, aber sehr wahrscheinlich. So. Also deswegen haben wir zum Beispiel Täterprofile, was ja in unserer Republik und in unserer westlichen Gesellschaft gar nicht mehr diskutiert werden darf. Also wir haben bestimmte typische Taten, die von bestimmten
Menschengruppen überdurchschnittlich häufig oder unterdurchschnittlich häufig begangen werden oder bestimmte Opfergruppen, denen überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich etwas passiert. Ich hatte das schon mal in dem Wahrscheinlichkeiten-Video erwähnt, dass junge Männer sind sehr viel wahrscheinlicher das Opfer von tätlicher Gewalt wie alte Frauen, auch wenn die Angstwahrnehmung genau umgekehrt ist. Als junger Mann ist man ein Vielfaches wahrscheinlicher, das Opfer von Gewalt zu werden, als Frau oder als alte Frau. Das ist die Wahrheit. Das ist einfach statistisch, das ist eine statistische Faktizität. Damit wird der Einzelfall nicht besser oder damit kann man jetzt nicht kommen und den hundertprozentigen Sachverhalt sagen und sagen, junge Männer sind grundsätzlich die Gefährdeten und alte Frauen wären es nicht, weil es eben nicht eine hundertprozentige Sache ist, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit. Auch diese Sache mit dieser Ambivalenz zu leben, sind ja viele schon überfordert. Ich meine mich zu erinnern, es war ein Zitat von Sigmund Freud, der sagte, Neurose entsteht aus dem Unvermögen eines Menschen, mit Ambivalenz umzugehen. Also Ambivalenz, das ist das, was nicht eindeutig schwarz oder weiß ist. Und das ist wie das meiste im menschlichen Miteinander ist. Es ist in diesem Graubereich. Das bedeutet aber, ein Graubereich bedeutet nicht, dass man nichts darüber aussagen kann. Nehmen wir mal einen Bereich, über den ich aussagen darf, weil ich erstens dieser Gruppe angehöre und zweitens, weil ich als Soziologe auch statistisch weiß, dass es wahr ist. Schwule Beziehungen sind sehr viel kürzer und sind sehr viel schneller beendet wie Beziehungen zwischen Heterosexuellen. Auch heute noch in unserer schnelllebigen Zeit. Das hat was mit der psychologischen Struktur von Männern zu tun. Aber die Gründe dafür sollen uns jetzt nicht interessieren. Es ist eine statistische Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass das für alle zutrifft. Es gibt ja hetero Menschen, die ständig nur sehr kurze Beziehungen haben. Und es gibt auch schwule Menschen, die sehr lange Beziehungen haben. Aber in der statistischen Wahrscheinlichkeit ist das eben selten. Oder ist das eben eine Wahrscheinlichkeit zum einen hin. Das ist einfach so. Und es gibt andere Statistiken, also weiß ich nicht, wer welche Art krimineller Opfer und krimineller Täter in Amerika wird, ob man Schwarzer, Asiate oder Weißer ist. Da gibt es einfach typische Opfergruppen und typische Tätergruppen. So. Was nicht bedeutet, es gibt nicht den anderen Fall oder die anderen Fälle spielen keine Rolle, aber es ist in unserer Gesellschaft ja eine Art Antirationalität, die um sich greift, weil man solche Dinge nicht mehr sagen darf. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, und hier lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ohne darüber Bescheid zu wissen, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man eine repräsentative Umfrage unter Transsexuellen machen würde, also Leuten, die tatsächlich vom einen Geschlecht ins andere wechseln wollen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Mehrheit davon nicht ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Geschlecht für sich mal haben möchte, sondern einfach das andere nun. Also sie sind vielleicht als Frauen oder Zwitter geboren und möchten dann durch Umoperation und nach dem Einnahmen von Hormonen jetzt als Mann gelten und nicht als Kamel oder als Apache-Helikopter oder als Sem, Sir, Xir oder was es sonst noch an Fantasiegeschlechtern gibt. Ich kenne zwar jetzt nur 3 Trans-Personen, 2 Männer, eine Frau, von denen ich das weiß. Und die wollten alle als das gelten, was sie jetzt sind. Also als die wollten Mann sein oder Frau sein und nicht irgendetwas anderes Fantasiemäßiges. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Mehrheit dieser Menschen, die so etwas macht, das vermutlich auch so sehen will. Das heißt, wir werden eigentlich mit Ausnahmefällen ständig bombardiert, die die Regel in Frage stellen sollen. Und das aber eigentlich nicht wirklich tun. Und das ist natürlich ein Problem in unserer Gesellschaft. Aber es hat auch keinen Sinn, um nochmal auf das vorige Thema zurückzukommen. Es ist so ein bisschen sinnfrei, zum hunderttausendsten Mal dasselbe zu sagen, wie so eine Art tibetischer Gebetsmühle. Ja. Und ich bin überzeugt, im Jahr 2021. Erstens mal glaube ich, im Jahr 2021 kommt es politisch sehr knüppeldicke, in einer Weise, die uns das Jahr 2020 als die gute alte Zeit zurückerinnern wird. Wo wir uns an die zurückerinnern werden, als die gute alte Zeit, so furchtbar, wie das jetzt klingen mag.
Und für uns Nicht-Linke im allerweitesten Sinne fordert das endlich eine andere Strategie sich zu überlegen, als diese dämliche, wir reden, wir diskutieren, wir wählen, wir demonstrieren. Diese Sachen würden nur etwas bringen, wenn wir sehr viele Leute hinter uns bringen könnten. Und das haben wir versucht. Das kann man in einer Zeit, in der das linksgrüne Vogue-Kartell den Zugriff auf fast sämtliche Bildungseinrichtungen und fast sämtliche Medien hat, kann man sich das knicken. Wir werden nie ein solches Momentum in der Öffentlichkeit erlangen durch diese Art Methoden wie unser politischer Gegner. Nie. Weil er diese Dinge monopolisiert. Das ist so ein bisschen, um es sehr ironisch zugespitzt zu sagen, als ob die Geschwister Scholl sich überlegt hätten, im Dritten Reich, statt ihre, wie sie das vorgegangen sind, zu sagen, wir würden gern im Radio zu einer Talkshow eingeladen werden, um unsere Gegenposition zu verkünden. Das ist jetzt sehr überspitzt polemisch zugegebenermaßen. Aber wir leben nicht mehr unter fairen Grundvoraussetzungen, die oder unter fairen Bedingungen, die eine Grundvoraussetzung darstellen würden, dass demonstrieren, wählen, debattieren, dass so etwas was bringt. Womit ich nicht sagen will, das soll man lassen. Also wer das ist, je mehr, desto besser. Es ist gar nicht das Problem, dass ich sagen will, wir sollen aufhören zu demonstrieren oder aufhören Talkshows zu machen oder aufhören Videos zu machen. Aber es muss uns klar sein, das kann keine Ersatzhandlung für tatsächliches Handeln sein. Wir müssen uns, ich habe das versucht, das letzte oder vorletzte Video, habe ich ja dieses gesagt, wir sind nun selbst im Zustand des Widerstands. Und ich meine das ganz ernst. Auch wenn ich auch jetzt nicht die hundertprozentige Klarheit für mich reklamiere, zu wissen, was das ganz alles in letzter Konsequenz bedeutet. Aber als erster Gedanke muss uns klar sein, wir leben unter aversen Bedingungen. Unter Bedingungen, die uns die normalen Wege alle verbauen oder sie so schwächen, dass sie an die Grenze der Sinnlosigkeit kommen. Womit ich, wie gesagt, nicht sagen will, wir sollen das aufhören, um Gottes Willen. Wer Demonstrationen machen will, wer in Talkshows meint, reden zu wollen, oder YouTube-Videos macht, oder Blogs, Artikel, alles weitermachen. Aber uns muss klar sein, dass das an sich und für sich genommen nichts bringen wird. Wenn es nicht durch andere Verhaltensweisen klar ist. Und man muss auch klar sein, auch das wird uns immer unmöglicher gemacht. Und das macht für mich jetzt auch ein bisschen, ich habe mir auch vorgenommen, sagen wir mal, jetzt sind es ja noch knapp 7 Wochen oder 8, ich weiß es nicht genau, 7 Wochen, die das Jahr verbleibt, auch ein bisschen jetzt zum Jahresende mehr in mich zu gehen und auch mehr darüber im Klaren zu werden, was man denn tatsächlich machen kann oder was man Leuten sagen kann, was sie machen. Auch das ist ja eine Frage, die an mich mehrfach herangetragen wird. Ja, wenn das nichts bringt, was sollen wir dann machen? Und da bin ich jetzt spontan auch nicht klüger, gebe ich ganz offen zu. Ja. Man, ein bisschen kann man sich mental darauf vorbereiten, dass man sagt, man muss damit rechnen, was kommt. Dass man nicht in so eine totale Schockstarre verfällt, wenn dann der Hammer niedersaust. Dass man sich darüber bewusst ist, dass er kommt. Das kann man vielleicht tun. Ich würde mich hier an dieser Stelle sehr dafür interessieren, was ihr für Vorstellungen habt, wie ihr damit umgeht unter den Vorzeichen einer weiter ausgedehnten staatlichen Allmacht, die gegen uns arbeitet, und medialen Allmacht. Ich werde mir selber auch darüber Gedanken machen. Wie gesagt, in dem Bewusstsein, im Moment bin ich da auch nicht genau wirklich vorangekommen. Und das gebe ich erstmal hier ausnahmsweise den Ball an euch und mit der Vorstellung, dass ich mir auch darüber Gedanken mache. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ich möchte es bei diesem mittellangen Video diesmal belassen. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme und behütete Restwoche. Und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.